weil ich der erste Wissenschaftler war, der ein lebendes Wesen geschaffen hat. Den ersten künstlichen Menschen. Aber da sein Gehirn nicht funktionierte, hatte er seine tierischen Instinkte nicht in der Gewalt und wurde ermordet. Ich konnte der Guillotine entfliehen und werde den Tod meines Geschöpfes rächen. Wer ist das? Das ist niemand. Er lebt ja noch nicht. Szenen, wie sie noch nie auf einer Filmleinwand zu sehen waren. Ein vom Ehrgeiz Besessener unternimmt Versuche, die an Wahnsinn grenzen, die ein menschliches Hirn nicht zu fassen vermag. Tote Hände bewegen sich. Das Geschöpf Frankensteins erwacht zum Leben. Narkose! Festhalten!